Sie? Oh, Vater! Schon Sie? Oh, Vater! Ich bin schuld, mein Sohn. Ich freue mich so, dass du zurück bist. Jetzt wird alles wieder gut, mein Sohn. Ja, mein Sohn. Alles wird wieder gut. Und die Leute sagten, der junge Herr wäre ertrunken. Das wollte der verehrte Herr nicht glauben. Vater, als unser Schiff unterging, hat das englische Schiff Tuna mich gerettet. Ich blieb als Seemann an Bord und konnte mit der Tuna nach Hause zurück. Dieses Schiff heißt Tuna, ja? Aber das muss doch Denton gehören, der besitzt deine Tuna. Dieser Denton hat durch den Handel mit mir sehr viel Geld verdient. Wie konnte er es wagen, dich, meinen Sohn, als Seemann arbeiten zu lassen? Hier, bitte sehr. Tja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt nehmen soll. Wir müssen das Hühnchen probieren, White. Das Hühnchen. Joan, bitte. Ja, Herr. Also, trinken wir einen Schluck. Zum Wohl. Auf Ihre Gesundheit. Zum Wohl. Auf Ihr Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Meister? Sehr gut. Greifen Sie zu, bedienen Sie sich, Gentlemen. Mein Vater glaubt, Lin will das Opium verbieten. Und er war auch inzwischen zur Audienz bei seiner Majestät. Schon 8-mal mindestens. 8-mal? Ja. Dann werde ich ihm wohl auch 8-mal mehr Silber schenken müssen als üblich. Ja, glaubst du, dass das genügt? Ich fürchte, Linzechü nimmt kein Silber an. Oh, bedienen Sie sich. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mein Vater wird alt. Wenn er von uns geht, werden wir beide heiraten. Nein, das glaube ich dir nicht. Changchun-Yuan-Garten. Herrin, da kommt ein Gast. Bitte sehr, treten Sie ein. Opiumhöhle. Darüber bitte. Kommen Sie! Mein Herr?
bitte nicht. Nein. Das müsste doch genügen, oder? Das ist Opium der besten Qualität. Bitte nicht. Das muss ein Missverständnis sein. Ich wünsche, dass du eine Nacht mit mir verbringst. Ja, hast du mich verstanden? Aber ich bitte Sie, nein, das tue ich nicht mit Ausländern. Aber warum denn nicht? Sag mal, warum nicht? Ich bin doch auch ein Mann, oder? Wer immer das ist, der muss draußen warten. Aufmachen! Aufmachen! Jung? Der verehrte junge Herr und die junge Frau. Wir müssen uns verstecken, da draußen sind Soldaten. Das ist gefährlich, bleib hier! Du Hure! Aus dem Weg! Mary, was zum Teufel hast du hier zu suchen? Wie kannst du es wagen? Was wird Mutter wohl dazu sagen? Wie hast du mich überhaupt hier gefunden? Ich hasse dich! Also, stehen bleiben! Halt! Du? Du ein Rebell? Kommt her! Nein, ich... Abführen! Aber ich... Wo ist Herr Lin? Er kommt nach. Er ist nach der Nordpassage von Bord gegangen und hat mir befohlen, das Amtssiegel hierher zu bringen. Ah ja, ich verstehe. Trag die Sänfte! Gestern wurde noch gesagt, Lin Zexi sei immer noch in Nanchang. Das ist meine Schuld gewesen. Es tut mir sehr leid. Glaubt ihr womöglich, ich könnte hell sehen? Ich glaube, dass Lin Zexi schon in der Stadt ist. Ihr lasst Herrn Han ausrichten, dass alle Opiumhändler, die auf der Liste von Lin stehen, sofort hierher zu bringen und hinzurichten sind. Dadurch, dass sie ihre eigenen Leute aufhängen, oder? Ja, sieht ganz so aus. Ein chinesisches Sprichwort sagt, das Huhn töten, um den Affen zu erschrecken. Die Sträflinge da unten sind die armen Hühner. Und wir Gentlemen sind die nicht willkommenen Affen. Frieden! Frieden! Frieden!
Das ist ja unglaublich. Die inszenieren dieses furchtbare Schauspiel direkt unter unserer Nationalflagge. Nein, nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nein, nein, Hilfe! Hilfe! Helf mir! Sie müssen mir helfen, Mr. Dent! Halt den Mund! Hilfe! Sei still! Hilfe! Halt, stehen bleiben! Er ist dein Freund! Hilf mir! Er ist Freund von dir! Hilf mir! Er ist mein Freund! Lass ihn laufen! Was sollen wir mit ihr machen? Ich weiß, sie kennt Herrn Han. Ich will nicht sterben, lasst mich leben! Das ist gelogen! Eine Fremde kann keinen chinesischen Beamten kennen! Aber ich weiß, sie hat euch, verehrter Herr Han, auf dem Schiff Tuna gesehen! Wenn sie mich umbringen, wird sie sich beim Oberkommissar Lin beschweren! Bitte lassen Sie mich doch leben! Halt den Mund, Mary! Mary! Halt still! Mary! Daddy! Helfen Sie mir! Sie ist meine Tochter! Sie ist meine Tochter! Komm her, Mary! Daddy! Lass sie los! Ich will nicht sterben! Daddy! Ja, still! Still! Die Hinrichtung unterbrechen! Ja, Herr! Der Gefangene heißt Rishan Tsi. Der Sohn des Besitzers der Firma Ichi. Wir werden ihn scharf bewachen lassen, Herr. Ah, der Sohn von He Jingjun. Bringt ihn morgen früh sofort zu mir. Ja, Herr. Also, du arbeitest mit den Ausländern zusammen, handelst mit Opium und gefährdest das Kaiserreich. Bekennst du dich schuldig? Nein, ich bin unschuldig. Ich habe nie in meinem Leben mit Opium gehandelt. Als ich in Übersee war, habe ich nur mit Tee, mit Porzellan und mit Stoffen gehandelt. Ich bin gestern erst zurückgekommen. Ich weiß nichts von den Geschäften der Firma meines Vaters. Ich bitte Sie, das alles zu überprüfen. Shan Tsi, tust du mir einen Gefallen? Ich möchte dich bitten, mir etwas vorzulesen. Der kaiserliche Oberkommissar Lin Zexu stammt aus Fujian. Seine Eltern waren arme Leute. Er war 20, als er die kaiserliche Prüfung ablegte. Er arbeitete erfolgreich in der Provinz in den Bereichen Salzverarbeitung, Seetransport und Hochwasserregulierung. Er genießt das uneingeschränkte Vertrauen des Kaisers. Er kennt keine Gnade vor dem Gesetz und ist von undurchdringlichem Wesen. Das genügt. Erhalten Ausländer stets so schnell Informationen? Ja, Ausländer sind der Meinung, je früher sie etwas wissen und je mehr sie wissen, desto mehr Geld können sie verdienen. Hm. Wenn man den Feind und sich selbst gut kennt, bleibt man immer siegreich. Shan Tsi? Ja, Herr? Ich habe noch eine Frage. Du weißt, wie diese Ausländer Geld verdienen. Kannst du mir auch sagen, wie sie ihre Schiffe und Kanonen bauen? Ja, ich verstehe ein wenig davon. Hm? Auf meinen Seereisen habe ich in den vergangenen Jahren gesehen, wie groß die Welt ist. Ich will von ihren Fortschritten lernen und eigene Mängel ausgleichen. Und du kannst dein Vergehen durch Mitarbeit sühnen. Danke für eure Gnade. Da du noch sehr jung bist, gebe ich dir Gelegenheit,